Ja, ich würde sagen, wir warten erstmal bis ein paar Leute reinkommen, oder? Ja, ich habe mich schon mal online. Also Ja, wir sind hörbar. das ist gut. Das ist gut, aber Wir sind Bekloppten. denn in der Lobby schon Leute drin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sind schon Ja, okay, drin. passt. Sehr gut. Also in Hauptsache, der das hat Lobby. geklappt. Ja, klar. Das klappt immer. Weil Tobi hat vorhin geschrieben, bei ihm ist noch keine Einladung angekommen, deswegen habe ich gedacht. So, Okay. Streamcourt hat es auch gesagt, dass wir live sind. Ich würde sagen, wenn die ersten paar drin sind, kannst du ja Bescheid sagen. Meinst du zum Stream, meinst du? Ja. Ja. Ja, wir haben schon vier Zuhörer. Naja, dann würde ich sagen, machen wir. Oh, machen wir. Ich habe die My Team K-Fib-Liste gar nicht bei mir. Die liegt noch auf dem Tisch. So, da komme ich aber hin mit meiner neuen Couch. So, jetzt. Dann würde ich sagen, starten wir doch. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Children of all ages, it's time! Welcome to United Phoenix Racing League Season 8. Welcome to the Rise of the Phoenix. Mein Name ist The Voice of the Voices, If I Lay hier. Ihr fragt euch sicherlich, was ich hier denn überhaupt mache. Ich kommentiere heute auch gar nicht. Ja, aber ihr kennt es schon. Manchmal, wenn Zeit und andere Sachen, wenn die Sterne richtig stehen, kriegt ihr eine Live-Aktualisierung der My Team K-Fape-Liste aus den verschiedenen Ligen direkt vor den Stream reingeballert. Auch das machen wir heute, aber als erstes Mal hole ich natürlich den Streamer und seinen Co-Kommentator ins Boot. Und dann fangen wir auch gleich mit dem Streamer an. Das ist der liebe Herr Teamkollege von mir aus Liga 2, Weihnachtself. Schönen guten Abend an alle Zuhörer. Na, alles gut? Alles fit. Froh, wieder streamen zu können. Ja, heute auch mit 14 Fahrern ein bisschen voller wie bei deinem letzten Einsatz. Hoffen wir, dass das dann auch Weniger langweilig mehr wird. Action verspricht. Jemand anders, der auch immer für Action bekannt ist, ist unser Co-Kommentator. Es ist UPL Daniel. Schönen guten Abend. Hi. So, du warst, glaube ich, mein lieber Daniel, noch nicht dabei, wenn wir das gemacht haben. Deswegen würde ich dir das ganz kurz einfach erklären. Und zwar, die Liste habe ich gemacht. Sie ist noch nicht in Discord drin. Alle Fahrer, die das letzte Rennen mitgefahren sind, das sind 10 Stück, sind in dieser Liste diesmal dabei. Und wir haben das beim letzten Mal einfach so gemacht, dass Streamer und Co-Kommentator die Plätze 10 bis 1 versucht haben, runterzutippen. Also wir fangen mit Platz 10 an. Ihr gebt da euren Tipp ab, wer das sein könnte aktuell in der Liste. Dann sage ich, wer es ist und gebe schnell die Werte durch. Soweit, so gut. Letzten Mal habe ich haushoch gewonnen, ne? Nur zur Erinnerung. Da hast du, ich weiß gar nicht, mit wem hast du da gestreamt? Mit, ich glaube, das war Toni, ne? Ja, genau, stimmt. Ja, da hattest du auf jeden Fall, warst du näher Lauf. dran. Also es hilft auf jeden Fall, zu schauen, wer das letzte Rennen, sage ich jetzt mal, mitgefahren hat, wenn du das, Daniel, wenn du das offen machen möchtest, zum Beispiel auf Discord oder irgendwie so. Genau. Jo, Weihnachtself, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, du darfst direkt mal mit Platz 10 anfangen, wer das sein könnte. Es blutet mein Herz, es dürfte Burschi sein. Okay. Daniel, was sagst du? Ja, Burschi, letztes Rennen meine ich, als erstes rausgeflogen. Deswegen Richtig. ziehe ich auch auf Burschi. Gut. Platz 10 ist aktuell Fireball mit einer Wertung von 59. Liegt einfach daran, dass Fireball auch schon mehrmals den heute ein bisschen aufholen kann. Ja, wie du Gehen sagst, wir. Burschi ist siebter gestartet, Fireball ist achter gestartet, das erklärt's. Genau, dann machen wir weiter mit Platz 9. Ja, dann halt doch, jetzt müsste aber dann Burschi kommen. Ja, ist wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Bursche dann, denke ich mal auch. Gut, Platz 9 ist aktuell Lars. mit einer Wertung von 61. Auch Lars ist des Öfteren schon, also was heißt des Öfteren? Er ist schon ja, sehr häufig
ja, also hat das Ziel nicht gesehen, nennen wir es so. Er hat zwar schon ein paar Punkte gesammelt, aber bei ihm auch die Quali-Wertung, das, was es am Ende dann, ja, sage ich jetzt mal, ausmacht, dass es dann leicht nicht dafür reicht. Er hat eine 61, das habe ich schon gesagt, genau, Quali-Wertung 57, Rennwertung 56, Konstanz 55 und ein Erfahrungswert, der ihn noch so ein bisschen rettet mit 74, weil er halt dann nun doch schon mal seit längerem dabei ist. Genau, das aktuell unser Platz 9. Dann gehen wir zu Platz 8. Daniel, du darfst Alle zuerst. guten Dinge sind drei. Ja, jetzt muss es, komm, es jetzt muss muss es Burschi Burschi sein. sein. Gut. Auf Platz 8 haben wir den Burschi. Da ist Ah. er. Mit einer Wertung von 64. Ihn rettet so ein bisschen, dass er erst wenige Rennen mitgefahren ist. Weil, also quasi, ja, er weniger von diesen krassen Negativwertungen hat, die man durch DNFs kriegt, als vielleicht die anderen. Und dass seine Quali-Wertung tatsächlich ein bisschen besser ist. Also Burschi mit einer 64, overall Quali-Wertung 62, Rennwertung 61, Konstanz 60 und auch bei ihm die Erfahrung, die noch ein bisschen rettet mit 72, da er ja wirklich ein Liga 3 Urgestein ist. Genau, das ist aktuell unser Platz 8. Gehen wir weiter zu Platz 7. So, jetzt könnt ihr nicht mehr Bushi tippen. Ja, ich schwanke zwischen drei Fahrern. Foxy, Dutchie und Brune. Und ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und sage, es ist Brune. Ja, ich würde sagen, schwierig gerade. Dachi ja eigentlich gut gewesen bis jetzt oder relativ okay. Deswegen würde ich, ich kann ja nicht das gleiche nehmen, das ist jetzt doof. Kannst du? Ich muss mal gucken, wer letzte Woche mal gefahren ist hier. Ja, komm, ich sag Next Dutch, damit ich was anderes sage. Okay, damit geht Weihnachtself in Führung. Auf Platz 7 haben wir den Bruiser, den Lord Brune, mit einer respektablen Wertung, muss man sagen, von 72. Einfach dadurch, dass er eigentlich trotz, sagen wir mal, mangelnder Pace so gut wie jedes Rennen punktet. Ja, 72 ist seine Overall-Wertung, seine Qualifying-Wertung ist die niedrigste der Liga mit 55. Gleicht das aber mit sensationellen anderen Werten aus, und zwar mit einer Rennwertung von 73, einer Konstanzwertung von 90 und mit einem Erfahrungswert von 71. Gut, gehen wir zu Platz 6. Rainbow. Foxy Rainbow, ja, Bong Junior. Was sagt Richtig. Daniel? Ich sag, ich bleib trotzdem bei Next Touch. Gut, Platz 6 ist Foxy Rainbow. Damit ist Weihnachtself mit 2 Punkten jetzt in Führung. Drei. Es, Drei. nee, bei Bushi hat er ja auch getippt. Achso, Also zwei in müsste es Führung. Ja, drei. 3-1. Ja, 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 okay. ja, genau. Bei Foxy Rainbow macht sich eine relativ, also das ist relativ interessant, seine Wertung. Er hat nämlich, wie gesagt, eine 74 Overall-Wertung. Er hat eine 75 Quali-Wertung, eine 74 Rennwertung, eine 74 Konstanz und eine 74 Erfahrung. Also alles um die 74 herum relativ solide. Kommen wir zu den Big Guns. Top 5 sind wir jetzt drin. Dachi. Ja, jetzt muss es Dachi sein. Wobei, Es vielleicht. kann nur Dachi sein, meiner Meinung nach. Ja, es muss Dachi sein, Es ist Tobi mit ja. einem Overall-Wertung von 76. Stand vor dem Rennen richtig, also vor dem letzten Rennen stand er richtig mies da tatsächlich im Ranking. Hat gut aufgeholt, aber für die Top 5 hat es also gerade noch so gereicht, aber halt eben nicht weiter vorne. 76 overall, er hat eine 79er Quali-Wertung, was tatsächlich die ganze Saison nie das Problem war, das Qualifying. Da führt er sogar die Liga an mit der 79, was auch wirklich ein starker Qualifying-Wert für einen Liga-3-Fahrer ist. Rennwertung ist bei 78, auch die ist wirklich gut. Und dann kommt halt leider nur mal das kleine Problemchen. Konstanzwertung 72. Und ja, Erfahrungswert, okay. Aber die Konstanzwertung, wenn er die heute noch ein bisschen hochschraubt, dann geht es auf jeden Fall Richtung Podium. Gehen wir weiter. Platz 4. Ja, entweder, ich habe zwei Leute, habe ich im Du Kopf. hast zwei. Ich habe Entweder, einen. ja, einmal Next Dutch und einmal Spitz hier, aber ich würde, ja, jetzt muss es ja Next Dutch sein, oder? Es
Es ist knapp, aber es müsste Dutchie auf 4 sein. Und es ist Next Dutch auf der 4 mit einem Rating von 77. Ganz spannende Zahlen bei ihm auch, aber im Endeffekt auch so, wie wir ihn eigentlich kennen. Quali-Wertung 62, Rennwertung 69, da hat er ein bisschen was eingebüßt, aber Konstanz 91, stärkste der Liga. Erfahrungswert 85, auch hier stärkste der Liga. Das heißt, alles, was nicht mit Geschwindigkeit zu tun hat, rettet ihn so ein bisschen den Arsch. Und man muss natürlich auch dazu sagen, seine Meisterschaftspunkte geben ihm zumindest in dem Fern recht, dass er hier ja, von den Gelisteten ja halt auch einfach nicht weiter unten ist. Ne? Also klar, es gibt ein paar Leute, die haben, glaube ich, mehr Punkte als er, aber die sind halt aktuell nicht in der Liste drin, weil sie nicht mitgefahren sind. Nichtsdestotrotz gehen wir schnell weiter zu Platz 3. Spitzi. Das muss Spitzi sein. Das ist korrekt. Auch Spitzi hat eine 77, aber insgesamt einen besseren Durchschnittswert als Dutchie. Er hat eine Quali-Wertung von 74, eine Rennpace von 76, eine Konstanz von 76 und einen Erfahrungswert von 83. Und dann, ja, die Frage der Fragen. Punktgleich sind sie beide in der Meisterschaft. Wer ist aktuell auf der 1, wer ist aktuell auf der 2? Weihnachtself, was sagst du? Zwei ist Schrammel. Da gehe ich auf zwei Soulcatcher. Und damit zieht Weihnachtself kurz vor Schluss nochmal den Schlusssprint an, denn auch das ist richtig. Schrammel zum ersten Mal dieser Saison nicht auf Platz 1 in der Wertung. Er ist auf Platz 2 abgefallen. Ich gebe euch einfach die Vergleichswerte von beiden. Soulcatcher auf der 1, Schrammel auf der 2. Beide mit einem Overall von 78, Soulcatcher mit dem besseren Durchschnittswert. Quali-Wertung Schrammel 68, Soulcatcher 71. Also das ist tatsächlich bei beiden eigentlich nicht so die Stärke. Aber dann kommt es eben. Rennwertung Schrammel 74. Rennwertung Soulcatcher 79, damit der beste der Liga. Konstanzwertung Schrammel 88, Soulcatcher 85 und dann Erfahrungswert Schrammel 81, Soulcatcher 77. Also die, ja, die Geschwindigkeitswerte sind dann doch das, was Soulcatcher diesen kleinen Vorsprung gibt. Und damit würde ich sagen, Weihnachtself, du hast ein 2 zu 0, ne, was diese Predictions angeht, auf jeden Fall. Yes. Und dann möchte ich nicht weiter stören. Ich wünsche. Ja. Da muss ich heute neutral sein, ne? Ich muss kommentieren, ich darf nicht zu sehr die Red Bull-Fahne hier in den Stream halten. Ja, dann. Uns fehlt noch irgendwie ein Fahrer, würde ich mal sagen, ne? Wir sollten 14 sein. Wir haben Ja. beide Alpha Tauris. Haben wir beide McLaren, yo. Wer fehlt denn da? Fireball, ist Fireball drin? Ja. Beide Red Bulls, Bruno und Steven. Steven Hunter fehlt, glaube ich. Nee, Steven Hunter, das ist Quatsch, nee. Schuller Freddy, ist ja Schuller Freddy? Herrlichkeit kann es sein. Nee, Schuller Freddy fehlt. Herrlichkeit steht unten im Haas. Schuller Freddy fehlt. Ja, der zweite Aston fehlt. Und es regnet. Das könnte interessant werden. Ja. So, dann würde ich eigentlich mal auf was eingehen, was mir zugeflüstert wurde. Der Burschi im Red Bull hat in Silverstone sein erstes Liga-3-Podium geholt. Das ist wohl schon was her. Das muss eine oder zwei Saisons her sein. Dann haben wir Herrlichkeit, der dürfte manchen ein Begriff sein, der war schon mal in der UPAL, ist jetzt für Team Haas am Start. Der hat vor 2 Saisons das Liga-3-Rennen in Holland gewonnen und hatte in der Saison auch eine Pole-Position. Also von dem dürfen wir anscheinend dann auch was erwarten, vom Herrlichkeit, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Immer ein guter Fahrer gewesen eigentlich, von dem man auch was erwarten kann. Also du kennst ihn. Ja, der ist mir bekannt. Ich bin ja zu Anfang des zweiten Drittels letzter Saison dazugestoßen zur Liga. Daher ist es dann immer schwer, wenn Rückkehrer sind. Ja, das ist nicht so einfach dann. Ja, ist dann für mich halt neu. Bist ja auch noch relativ neu. Noch Neuling. relativ neu, ja.
So, dann, wir haben einen Ferrari auf jeden Fall. Mit dem Sch oder ist das ein Ferrari? Ist ein Alfa Romeo, der auf der Strecke ist. Diese roten Punkte, die sind immer so verwirrend. Mal Auch gespannt. vorne heute interessant mit einem Duell um Platz 1. Soll Kitsch und Schrammel. Ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass wir letzte Woche in Liga 3 in Singapur ja auch, glaube ich, Regen hatten, ne? Wie auch in Liga 2 im Quali? Oder war das erst im Rennen? Da kann ich meine. Ich hab's gestreamt und weiß es nicht mehr. Ich guck mal kurz auf die Zeiten. Nee, das sind keine Regenzeiten, das sind Trockenzeiten. Na, ich bin mal auf Foxy gespannt, auf jeden Fall. Ja, Foxy immer interessant. Ein relativ neuer junger Fahrer, der auch für die Zukunft vielleicht sehr interessant sein könnte. Also von denen halte ich sehr viel. Ja, vor allem, es könnte echt Nachwuchsfutter für Liga 2 werden, wobei ich echt hoffe, dass wir auch mal die Liga 3 auf ein Niveau von über 16 Fahrern kriegen. Ja, nicht sogar Niveau für Liga 1 langfristig. Das muss sich dann aber noch herauskristallisieren. Ja. Hat ja eine gute, sag ich mal, eine gute Ausbildung im Hause Bong, deswegen. Na, von Hallabong, da kannst du ja auch wirklich nur profitieren, ne? Das ist schon. Das ist ja immer ein wirklich ein Leckerbissen, den Liga 1-Fahrern zuzusehen. Aber hoffen wir mal, dass alle mitkriegen, dass er auf der Schnellen ist. Weil mich würde der davor doch schon ein bisschen nervös machen, der Alpha Tauri. Dürfte auch, das dürfte eigentlich Steven oder Panda sein. Ja, das ist Steven. Hoffen, dass er Foxy wahrnimmt. Ja, es ist manchmal so eine Sache noch im Regen, ne? Da kann man die Fahrer schnell übersehen. Ah, und das, also das, er sollte langsam doch mal aus dem Weg gehen. Jo, und au, der hat ihn volles Rohr ausgebremst. Und das, je nachdem wie kleinlich, was heißt kleinlich, aber wenn ein Team Alfa Romeo möchte, kann man darüber auch gerne mal mit der Rennleitung sprechen. Ja, ich denke mal, dass da vielleicht eine Anfrage eintrudeln könnte. Weil Nicht die das war ja feine Art schon gewesen ist. massiv ausgebremst. Nee, sollte man, wenn möglich, vermeiden. Da muss er deutlich früher Platz machen. Hätte er vermeiden können. Wenn ich gerade richtig gucke, hat der Ferrari das Vegas-Layout auf dem Auto. Auf jeden Fall. Oh, das sieht doch schick aus. So, wer kommt denn da? Milli Vanilli kommt hier, der Goat. Und der wird sich auch die Pole holen durch das besagte Aufhalten von Weibo. Und dann gehen wir auch, glaube ich, zum ersten Red Bull, der es hier auf Inters versucht. Aber das ist zu viel Regen für Inters. Das gibt noch keinen. Soulcatcher Outlap. Ja, dann machen wir mal mit Burschi weiter. Das Bursche. Ja, enttäuscht letzte Woche. Letzter geworden, DNF. Erster DNF leider. Ja, da hat einiges nicht gestimmt bei Ihnen im Red Bull. Kann eigentlich nur besser werden heute. Ein Fahrer, der ab und zu auch mal für Überraschungen sorgen kann. Ja, vor allem mit, glaube ich, aktuellen 0 Punkten, da kann es eigentlich nur noch nach oben gehen. Das auf jeden Fall. Na, die von Steven Hunter, die sieht jetzt nicht wirklich schnell aus. Also das
wird nichts, aber der Mercedes könnte schnell sein. Der Tobi, ja, das so ist es. Der Tobi wird die Polezeit eventuell packen. Nee, packt er nicht. Oh, eine GTNF. Oh, Tobi, da haben wir ihn drauf. Da ist wohl das Heck gekommen beim Beschleunigen. Und die Stelle ist ja schon im Sehr, Trockenen sehr schon hübsch. sehr tückig, ne? Ja. Ja, Tobi, eigentlich jemand, der deutlich höher fahren kann. Mindestens Liga 2. Aber ihm hakt es meistens an der Konstanz. An der Geschwindigkeit soll es eigentlich nicht liegen bei ihm. Man sieht ja, einige Poles hat er ja schon geholt dieses Jahr. Wenn ich mich nicht täusche. Mal Der schlauen Finger. Tobi, Tobi, das ist. Poles hatte Tobi 2 bis jetzt in dieser Saison. Und einen Podiumsplatz. Das. Ja, aber zu besagter Stelle, wo Tobi jetzt DNF gegangen ist, ich habe ja sehr früh eine E-Mail von EA gehabt, womit ich da auch mit der Beta, mit Feedbacks auch arbeiten durfte. Und im Vergleich zum letzten Teil haben sie über die Beta, über das Feedback sehr gut umgesetzt, diese letzte Kurve, dass man da wirklich das Heck unnatürlich verloren hat, im Trockenen alleine schon, was das total unrealistisch war, und das haben sie doch gut umgesetzt, das Feedback. Also das war wirklich bodenlos zu fahren im letzten Teil. Also ohne Lupfen. Panda fährt in die Box. Steven Hunter, genau. Der fehlt uns da auch noch. Der hat auch noch keine Schnelle jetzt. Waren wohl bis jetzt immer alle ungültig. Aktuell auch Soulcatcher noch, bin ich mal drauf. Ja. Das ist eine gute Idee. Soulcatcher fehlt uns noch. Dann bleiben wir auch mal bei ihm. Dem Meisterschafts. Ich sag's jetzt mal alphabetisch, dem Meisterschaftszweiten, obwohl er punktgleich mit Schrammel ist. Die Frage ist, wo wird er sich einordnen? Ich denke mal, der wird auf jeden Fall Richtung Top 5 gehen, ne? Ja, sehen wir Lila jetzt im zweiten. Aktuell sieht die Runde nicht schlecht aus. Ja. Das sieht sehr schön aus. Ja, neue Pole, 46. Solide Zeit bis jetzt. 2 Zehntel zu Platz 2. Da muss Schrammel auf jeden Fall nochmal nachlegen. Gucken, Spitzi. Ja, der Spitzi ist auf einer schnellen. Den nehmen wir doch mal mit. Aber ich glaube, die wird, Nicht wenn so schnell. minimal besser, wenn überhaupt. Nicht mal 6 Zehntel oder 5 Zehntel langsamer wie seine bessere. Der Regen hört ja auch nicht auf, ne? Nee, also laut meiner Information soll das auch im Rennen so weitergehen. Also Das ein ist natürlich. Full-Wet. Rennen. Fireball auf der Outlap. Auch bis jetzt ohne Zeit. Die Frage ist ja immer, wie macht man das in so einem Regenqualifier? Nimmt man sich Benzin für eine Runde mit? Nimmt man sich Benzin für mehrere Runden mit, dass man aufwärmt, schnell, ausrollt, wieder schnell und dann reinfährt? Weil ich bin ja mehr so ein Freund von 2-3-Stellen-Runden, gerade dass das ERS im Regen nicht so stark genutzt wird. Täuscht mich das oder hat der Fireball starke Lecks drinne? Ich glaube, das ist eine Lenkung, tatsächlich.
Boah, aber sehr schwammig. Ja, ist nicht nur bei dem, der so eine Lenkung hat. Es fällt mir auch schon bei ein, zwei mehreren Fahrern auf. Beispielsweise bei Valeche. Bei dem ist die Ja. Lenkung auch relativ ein bisschen abgehakt, sag ich Ja, mal. bei Eva Ley weiß ich aber, dass er Controllerfahrer auf jeden Fall ist. Da, wo ich es weiß, dass es Controllerfahrer sind, dann weißt du direkt, sobald die so ein bisschen komisch fahren, okay, Controllerfahrer. Aber Fireball, das sieht ja aus, als hätte er ja ganz schön zu kämpfen. Das sind auch nicht die einfachsten Bedingungen heute mit Vollwet. Ich habe Full-Wetter lieber auf solchen Strecken wie auf sowas wie in Singapur. Weil dann hast du wenigstens die Mauern in sicherer Entfernung. Da heißt ein Dreher nicht gleich mal direkt das aus. Aber man sieht halt, der Bremspunkt zur Schikane ist im Regen schwer zu finden. Ja, und Fireball auf die 8, das heißt eine Reihe 4 für Haas. 7 und 8 aktuell, kommt nicht an seinem Teamkollegen vorbei. Herrlichkeit. Ja. Und Spitzi, das wird, glaube ich, keine Verbesserung geben. Der ist, glaube ich, schon 5 Zehntel im Plus. Ja, es geht nicht nach einer Verbesserung aus. Ja, geht auch rein. Ja. Ist die Knapp Frage, 5 welcher Minuten Alpha noch. Tauri kommt denn da jetzt? Da kommt Steven, aber der ist auf der Outlap. Dann haben wir, ich glaube, ja, Fireball, aber fährt er noch eine? Versucht er noch eine? Das ist die Frage. Gucken muss man den zweiten Sektor an. Das war ein Fahrfehler, das ist vorbei. Dacia wird eine Verbesserung schaffen, sehe ich gerade. Das könnte auf Oh, jeden geht da aber Fall. ordentlich mal Körb. Ja. Ja, auf die 10 immerhin. Also, ich denke mal, er hat gehört, dass das mit den Inters keinen Sinn macht. Nee, das auf keinen Fall. Das. Ja, er hat es eben auf Inters versucht. Das war wahrscheinlich dann doch nicht die richtige Entscheidung. Schrammel vorne, aktuell 13.000 im Minus. Ja, da ist der Ferrari auch schon zu sehen. Weiß nicht, sagen wir mal, die Deutschlandlackierung des Ferraris da, also für was sie, glaube ich, in Italien hatten, die hat mir ein bisschen besser gefallen. Oh. Neue Pole, 40-1. Und das ist meine Ansage an Soulcatcher. 15. Ja. Also jetzt Da bin ich ist aber gespannt, Konkurrenz gesetzt. ob wir eine 39er sehen. Da bin ich jetzt gespannt. Ob Soulcatcher sagt, so mein Freund, mit mir nicht. Boah, der erste Sektor, 6 Zehntel schneller von Soulcatcher. Ah, die Schikane, da kämpft er mit, da trifft er den Bremspunkt nicht. Den sucht er noch. Aber das wird, glaube ich, nochmal eine Verbesserung, oder? Jupp. Aber keine Position. Das hat ihn keine Position ge. Doch, doch, er ist am Burschi vorbei. 1,39,9. Ich habe ja gesagt, wann finden wir eine 39er? So schnell geht's. Da kommt Foxy. Fireball von 9. Ne, der bleibt auf. Der von 9 auf 8. So, dann gehen wir mal schnell zu Soulcatcher, weil das dürfte jetzt eine Verbesserung geben.
Es war deutlich, das ist eine deutliche Verbesserung. 39, 907, jetzt haben wir zwei 39er. Und Schrammel? Hat er noch genug DRL, hat er noch genug ERS, ist die Frage. Das sieht man auf dem Lenkrad immer so super einfach. Foxy Rainbow auf einer Stelle, aktuell 2/10. Extra ja. Noch mal schneller. Nee, noch nicht. Dafür Burschi. 2/10 nur der Foxy gerade so spitze kriegen. Was heißt gerade so? Wäre eine Top 5 Platzierung. Und momentan ist ja alles, was Foxy mitnehmen kann, alles Lerneffekt. Ne? So seine erste Saison. Und für die erste Saison kann man einfach, man kann echt nicht nörgeln. Nee, diese Leistungen sind gut bis jetzt. Man darf ihn halt nicht mit Hallabong messen, ne? Da darf man halt nicht machen. Nee, das ist gefährlich. Ist noch zu früh, aber 46 Punkte nach 6 gefahrenen Rennen ist, glaube ich, das 7. Ist solide, definitiv. Er ist ja auch noch, wie Ralf Schumacher immer so schön sagt, ein Rookie, deswegen. Mache ich mir bei dem keine Sorgen für die Zukunft. Ich sehe auch gerade wieder bei Soulcatcher und der Freund fährt auch schon wie in Singapur ohne ABS im Starkregen. Also da habe ich ja mega Respekt vor. Das schaffe ich nicht mal im Trockenen. Nee, ich auch nicht. Bin ja schon froh, dass ich mit TK Mittel klarkomme. Ich habe gesagt, wenn ich irgendwann mal TK ausfahre, dann gehe ich erstmal eine Saison in Liga 3 zurück, damit ich wenigstens noch den letzten Platz irgendwie vor mir sehen kann. Spitze geht auf die 4. Spitze auf die 4. Das ist doch gut für Team McLaren. Die sich ja der Teamwertung gegen Ferrari verteidigen müssen, aber aktuell gegen einen Ferrari. Was die Chance natürlich steigert. Dann kommt als nächstes ein Red Bull über die Linie. Das ist dann Dacci, aber das sind schon 7/10. Also die holt dann in den letzten 3 Kurven nicht mehr raus. Aber ich sehe jemanden, den Williams. Ah, der ist auch 1,5 Sekunden. Das wird auch nix. Dann hätten wir Burschi, der bricht ab. Dann müsste Foxy. Da weiß ich aber nicht. Da wurde mir jetzt gerade nichts angezeigt. Aber der fährt die Schikane schön. Also die fährt er sehr, sehr schön. Ja, Foxy auf 5. Foxy auf die 5. Was macht Schrammel? Ist langsamer. 50.000. Fireball wird sich nochmal verbessern. Der könnte auf die 5 springen. Nein, hat er nicht geschafft. So, jetzt der letzte, der noch hier auf die 1 gehen kann, ist Schrammel. Soulcatcher verbessert sich nicht. Nein. Schrammel, da kommt er. 58.000. Nee, das gibt keinen. Dann würde ich sagen, war es das, sobald Burschi in die Garage geschoben worden ist? Und wir haben Soulcatcher auf der Pole. Jawohl. Ja, zwei Fahrer mit einem 1,39er, das ist doch schon mal was. Das ist auf jeden Fall was. Was Schrammel auf jeden Fall nicht gefallen wird, ist, dass Grotviali sich auf die 2 geschoben hat. Steht da ein bisschen im Weg für Schrammel. Könnte im Regen nochmal eine lustige Sache werden. Herrlichkeit auf der 9 bei seinem Comeback im Quali. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zurück für ihn.
Immerhin unter den ersten 10. Und dann haben wir erstmal eine kleine Verschnaufpause. Ja, Regen ist immer noch da, das heißt, es wird auf jeden Fall nass folglich. Können wir mal kurz über den WM-Stand reden, wenn wir eine kurze Pause haben. Ja. Vorne haben wir ja Schrammel und Soulcatcher, 125 Punkte, beide jeweils. Was glaubst du, wer wird am Ende des Rennens die WM-Führung übernehmen? Bleibt Schrammel vorne oder übernimmt Soulcatcher die WM-Führung? Das ist schwierig zwischen den beiden. Also was ich mega interessant finde, ist halt, dass der Williams-Fahrer, der gerade mal 18 Punkte hat, sich zwischen die zwei quetschen konnte. Also das ist schon ein Ausrufezeichen. Aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass Soulcatcher sich gegen Schrammel durchsetzen wird. Ja, ist gut möglich. Da hat Soulcatcher natürlich die bessere Ausgangslage auf der 1. Richtig. Und Und gerade, Schrammel dass muss er im natürlich. Quali halt die 39er hingekriegt hat, heißt ja vielleicht, dass er auch vielleicht das bessere Renntempo hat. Das wissen wir ja nicht. Es ist immer schwierig, sowas einzuschätzen. Wie schätzt du Spitzis Rennen, Rolle im Rennen heute ein? Wird er heute sein eigenes Rennen fahren oder eher versuchen, sag ich mal, die Konkurrenz ein bisschen zu nerven? Ja, ich würde eher mal sagen, dass er wahrscheinlich den Call hat, von Soulcatcher das Schrammel einzuholen, zu überholen und ihm den Rücken frei zu halten. Das wäre halt das, was für mich dann Sinn ergeben würde. Also quasi die Prellbock. Ja, McLaren, die kämpfen ja beide noch auch um Platz 1 oder ja, aktuell knapp 50 Punkte Vorsprung Ja. vor den Ferraris. Und sie sind zu zweit. Ferrari ist nur Ja, einer. die werden dann wahrscheinlich heute nochmal die WM-Führung ausbauen gegenüber den Ferraris. Im Grunde genommen kann Schrammel gewinnen und die McLaren werden Zweiter und Dritter und haben trotzdem wieder ein bisschen mehr Vorsprung. Wird auf jeden Fall sehr schwierig für Ferrari die nächsten Rennen. Da müssen sie zusehen, dass sie Das wird vollständig definitiv antreten. schwerer. Das ist ja genau wie du jetzt siehst in Liga 2. Für mich und Lay im Red Bull gegen den Ferrari mit Nidi. Das ist ja auch nochmal eine Nummer schwieriger, weil Nidi einfach eine andere Pace hat wie wir. Da Sehe ist es auch halt gerade umgekehrt. Intu ja, das ist genau das Gleiche, ne? Also da hast du Nidi und der ja nicht Einzelkämpfer, aber halt eben jemand, der auf einem anderen Niveau ist, vielleicht noch Lukas auf dem gleichen Niveau wie er. Aber worauf ich noch kurz eingehen wollte, ist der Kampf um Platz 3 hier in der WM. Wir haben Spitzi mit 70 Punkten und Next Touch mit 61 Punkten. Ja. Knapp 9 Punkte Unterschied ist auch nicht viel. Und für mich sind Foxy Rainbow mit 46 und Tobi mit 44 Punkten auch nicht so weit entfernt von der Top 3, wenn sie sich noch anstellen. Ich denke mal eher, dass, ohne jetzt Dachi schlecht reden zu wollen, aber dass Dachi auch viele Punkte gemacht hat aufgrund, dass er konstant halt gefahren ist und andere Fehler gemacht haben. Und das kristallisiert sich ja dann irgendwann dann doch zurück, wer welche Pace hat. Und ich denke mal, dass Foxy durch das Coaching von Hallabong da aufschließen wird und ebenso Spitzi halt wegziehen wird von Dachi in den Punkten.
Gerade jetzt mit Startplatz 10, also da muss schon einiges zusammenkommen, damit Dacia die nötigen Punkte kriegt. So, wir sehen, die Fahrer sind schon in der Einführungsrunde. Richtig, richtig. Die Das sind schon alle in der Einführungsrunde. Ich denke auch mal, die werden alle auf Full Wet sein. Ich denke mal, hoffentlich ist da keiner sehr risikofreudig. Nee, alle auf Intas. Ja, das überrascht mich auch ein bisschen, weil Ich hätte gedacht, es regnet mehr. der Regen ist doch relativ stark. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt hier. Ich gehe da mal einfach mal in der Cockpit-Kamera rein und es sieht besser aus als wie im Quali. Es sieht deutlich besser aus. Also du siehst auf dem Auto viel weniger Tropfen, die sich jetzt großartig bewegen durch den Mengenfluss des Regens. Also das könnte doch vielleicht sogar abtrocknen irgendwann, je nachdem. Da haben wir aber keine Info drüber. Da freue ich mich ja auch immer, wenn mal zwischendurch jemand vom Fahrerlager mit mir kommuniziert oder mir sagt, hier, so, so. Da freut man sich ja doch immer. So, ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten und schau mal da, wie die Lage ist. Wird davon berichten. So, die fünf Lichter sind an. Und es geht jetzt los. Soulcatcher und Schrammel mit einem richtig guten Start, alle beide. Und auch Foxy, alle drei. Dadurch ist jetzt schon der Williams auf P4, weil der einfach, ich würde mal sagen, nicht geschlafen hat, aber. Und ein Hinten gibt es die Dreher! Berührung zwischen den Haas. Beide Haas berühren sich. Beide Haas. Ja. Eieiei. Das ist dann schon mal ein Punkt für Red Bull und auch Bursche überholt Steven Hunter. Das heißt, wir haben jetzt beide Red Bulls in den Punkten. Ja, das wäre dann schon mal für den Geschmack von Dacia und Bursche, würde ich mal behaupten. Vorne zieht Soulcatcher. Aber das ist halt das, was ich eben gesagt habe. Die Pace für den Soulcatcher, die umsetzt das ganze Rennen über und das Safety Car arm bleibt, zieht er da weg. Und der Williams ist neben dem Alpha von Foxy. Aber zieht zurück. Auffällig auch, Spitzi verliert drei Positionen, glaube ich. Das können wir doch mal direkt gucken, wer der große Gewinner vom Start ist. Da haben wir sogar drei Fahrer, die zwei Positionen gewonnen haben. Und der große Verlierer ist sogar Fireball mit 5. Spitzi hat 3 verloren. Der Williams 2. Der einzige, die einzigen, die ihre Positionen halten konnten, waren die Alpha Tauri. Mit 6 und 11. Aber ich glaube, Viali hat noch nicht aufgegeben, was Fox. Ja, Leider und. gerade, das wird schwierig. Ja, aber. Och doch, das macht der gar nicht mal so schlecht. Ich sehe gerade Panda mit Flügelschaden sogar. Ja, Spitzi geht innen daneben. Fasst euch Platz, Jungs. Denkt dran. Vorne das Duell zwischen Foxy Rainbow und Rot Fiali. Ja. Und 3 Sekunden für Panda. Währenddessen. Ja, und Viali ist vorbei, würde ich mal behaupten. Jetzt kommt Herrlichkeit gegen Spitzi noch. Nee, Panda, tut mir leid. Mittlerweile zwei Zeitstrafen schon. Ja, Rainbow, Lobrune Panda. schließt sich an. Und jetzt greift der Haas auch den Panda an und geht da super sauber vorbei. Und ich denke mal, Spitzi wird da auch hinterher wollen. Und die Red Bull hat da im Nacken. Kommt sie gerade nicht weg. Da würde ich mal sagen, da
Ja, ich denke mal, der nächste, der zum Rainbow aufschließen wird, wird der Tobi sein, der ja im Quali nicht zeigen konnte, ob er auch eine hätte 39er fahren können. Ist da schon sehr nah dran. Da wird Foxy Rainbow jetzt. Ja, hat mich. Nee, das wird auf der Geraden nicht reichen. Aber man sieht halt bei Foxy, wenn man mal im Auto dahinter der Cockpitkamera ist, wo halt die Fehler sind noch im Regen. Also der kriegt die Exits nicht so hin, wie halt jetzt jemand, der schon länger fährt. Steven Hunter kämpft mit Burschi, sehe ich. Oh, Foxy Oh. verliert die Position. Steven neben der Strecke. Tobi vorbei an Rainbow. Und Panda holt sich die nächsten drei. Ja, 6 Sekunden schon für Panda. Spitze geht endlich vorbei an Panda. Hat es endlich geschafft. Kämpft da schon seit Runde 1, glaube ich, gegen Panda. Hat da viel zu viel Zeit verloren jetzt. Aktuell P7. Vorne Teamkollege Soulcatcher, aktuell 3 Sekunden von Schrammel weg. Da sehen wir, die Lücke wird immer größer. Schrammel kann da nicht folgen. Aber es ist schon faszinierend zu sehen, dass nach 4 Runden schon 6 Sekunden auf der Uhr vom Panda sind. Also mal hoffen, dass er nicht so sehr mit der Strecke kämpfen muss, dass er am Ende die Begrenzung halt sieht. Weil er war ja schon einige Male sehr weit draußen. Und hat jetzt Dutchie im Nacken. Fireball hat es geschafft, hinten an Bruna anzuschließen, sehe ich gerade. Ja, und da kommt auch schon der Angriff, wie gesagt. Schnell vorbei und Herrlichkeit mit der nächsten 3 Sekunden Strafe. Der nächste Fahrer, der sich einreiht. Ja, und Brune wieder an Fireball vorbei, der kurz mal neben der Strecke war. Ja, und jetzt ist Dachi auch an Panda vorbei. Dachi P8. Und Panda fährt in die Box. Das ist aber sehr, sehr früh in Runde 5. Ja, hat er ja den Flügelschaden. Ich glaube, das war dann sogar ein Fehler mit dem Flügelschaden, so lange weiterzufahren. Ja, er hat auf jeden Fall viel Zeit verloren. Das stimmt. Und Knapp währenddessen Boxen zu ist Viali aber sehr nah an Schrammel rangefahren. Zeigt sich hier und da auch mal. Nach dem Motto, denk dran, mein Freund, ich bin da. Und Schrammel hat auch das ERS schon deutlich geused, also der blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Aber Fireboy schafft's nicht so wirklich hier am Bruno vorbei, ne? Nee, der hängt da ein bisschen fest hinten. Aber jetzt sollte er vorbeigehen. Die Frage ist, schafft er die Kurve hier zu halten? Da ist er schon ein paar Mal raus. Ja, diesmal schafft das. Weil das hat ihm beim letzten Mal den Platz direkt wieder gekostet. Vorne kommt Groot Viali immer näher an Schrammel. Ja, der ist im ersten Sektor immer mal wieder dran. Ist also schon deutlich früher, dass er es vielleicht auf der nächsten Geraden versuchen kann.
Wie prophezeit, ne? Soulcatcher halt die Pace des Todes heute. Ja, und da kommt der Angriff von Vali. Und geht vorbei gegen Schrammel, aber Schrammel wird es wahrscheinlich nochmal versuchen. Panda Panda nochmal in der Box. noch. Der hat das Rennen in der Box aufgegeben. Das wird dann wahrscheinlich nochmal einen obendrauf, nochmal von der Steward-Abteilung, je nachdem, geben. Ist ja nicht gerne gesehen. Ich glaube, ein Hexflügelschaden lag da wohl nicht vor. Ja, müsste das dann beweisen. Dann gucken wir mal unserem Comebacker zu, wie ich ihn ab jetzt nennen werde. Herrlichkeit. Und das könnte gleich einen Dreikampf geben. Rainbow, Herrlichkeit und Spitzi, alle innerhalb einer Sekunde dann. Jupp, da kommt der Dreierzug. Und man sieht halt sehr deutlich, dass Foxy das im Regen Neuland Ja, ist. tut sich sehr schwer. Ja, und Viali 3 Sekunden. Alter, das tut jetzt richtig weh. Das Das tut tut weh. weh. Ich weiß nicht, kommt es mir nur so vor oder wird der Regen ein bisschen weniger? Ich kann noch mal in Cockpit. Ah. Es wirkt jetzt nicht so, als ob es weniger werden würde. Ich bin sehr unschlüssig, ob das bis zum Rennende aufhört. So, dann können wir mal ein bisschen ins DRS gucken. Herrlichkeit 73%. Der wurde ja von Spitzi überholt. Der hat auch noch über 70. Rainbow hat nur noch 33. Also der hat gleich nicht mehr viel, um sich zu verteidigen. Gehen wir mal ins Bild von Herrlich. Dann kann man es viel besser gucken. Aber da ist aber deutlich schneller durch die Kurve. Und der wird gleich mal beim Spitzi anklopfen. Jetzt wird's. Könnte es vielleicht zum Angriff kommen. Spitzi bleibt aber erstmal dahinter. Reiht erstmal nicht. Ah, es ist ja noch lange zu fahren. Ich denke mal, das weiß Spitzi auch selber. Oh, das ist Und ärgerlich. Rainbow 3 Sekunden. Ah. Das war jetzt ärgerlich. Aber schon 4 Mann mit 3 Sekunden. Rammel ist vorne auch wieder rangefahren, sehe ich, ne? Schrammel ist dran. Ja, Platz 5, Platz 2, das sind aktuell die Plätze, um die gekämpft wird. Ja, ich denke mal, Fireball, Brune,
Und Steven, ich denke mal, die werden da nicht mehr viele Jetzt Meter nach ist er vorne dran. machen. Jetzt ist er dran. Jetzt, ja, bricht ab. Das könnte im Regen echt ins Auge gehen in der Kurve. Mit zwei Mann. Schrammel verliert vorne wieder auf Viali, aber das kann ihm ja eigentlich schnurzpiep egal sein durch die 3 Sekunden. Er muss halt nur in den 3 Sekunden bleiben. Und da wollen wir mal für Viali hoffen, dass es nicht durch irgendeine blöde Situation kurz vor Ende ein Safety Car gibt, weil dann steht er wirklich im Nassen, im wahrsten Sinne. Und für Foxy wäre das auch ganz schön bitter. Und für Herrlichkeit. Ja, wir sehen auch, wenn wir mal die Zeit von Foxy sehen, ne? Im Vergleich zu Tobi, da wächst der Abstand ja sekündlich pro Runde. Ja, der ist aber Hallo weggezogen. Und apropos Tobi, er ist dran in der Zweiergruppe. Ja, Tobi könnte sich Schrammel und Viali holen. Haben wir ein bisschen mal unentdeckt gelassen, aber ist dran mit 8 Zehntel. Das heißt, da haben wir gleich zwei Dreier-Trains. Viali, Schrammel und Tobi und Rainbow, Spitzi und der Backpacker, Herrlichkeit. Apropos die zweite Dreiergruppe. Ich glaube, Spitzi wird es jetzt nochmal versuchen gegen Rainbow. Aber dann kommt er doch immer ein Ticken besser raus, ne? Also das ist, Ja, in der Kurve, ne? ja, das ist die einzige Kurve, wo ich sehe, wo Rainbow dann auf einmal wieder wusch weg ist. Ah, jetzt sind wir verdammt nah Ei, er dran. ist aber jetzt verdammt nah rangekommen. Rainbow, glaube ich, mit einem bisschen niedrigeren Flügel unterwegs. Zieht auf der Geraden ein bisschen weg. Und da war fast der Abflug von Rainbow. Sah zumindest ein bisschen so aus. Ja, das Auto gerade, ich würde mal sagen, ein bisschen Runtersteuern gehabt und dann gerade nochmal so abgefangen, würde ich mal behaupten. Aber das wird auf jeden Fall spannend bleiben mit den dreien. Boah, der ist aber auch nah dran, ne? Der klickt ja fast ein Diffusor. Und jetzt kommt die Kurve, wo Spitzi eigentlich immer rankommt. Diesmal nicht. Dann jetzt die Doppel-Links. Das ist das, wo Foxy eigentlich immer bis jetzt weggezogen ist. Wo er 2, 3 Zehntel holt. Ja, diesmal. Ah, doch, doch, doch. Da im Ja, gut, wenn Ausgang schon. sind die 2 Zehntel wieder da. Mal gucken, wie nah Tobi an Schrammel ist. Damit wir die Jungs nicht vergessen da vorne. Die sind ja auch da. Und Tobi klebt aber jetzt ordentlich dran. Dann waren wir mal kurz auf einen Zehntel dran. Ja, der wird jetzt angreifen, würde ich mal sagen, der Stobi. Oder? Ah, nee, das packt er nicht. Nee, das ist doch zu weit weg gewesen.
kann sich da nicht verteidigen. Dachi an. Ah ne, wir alle in die Box. Ja, wir alle in der Box. Na, jetzt sehen wir auch, wie Foxy die Zeit hier gegenüber Spitzi liegen lässt. Ja, das war ja nicht ewig zu verteidigen. Ja, ich glaube, eine Sekunde. Jetzt muss Herrlichkeit zusehen, dass wir da schnell nichts vorbeikommt. Gleich. Ansonsten verliert er da zu viele Plätze. Steven Hunter gegen Bushi hinten. Nee, wir schalten mal nach vorne. Da geht Schrammel in die Box. Schrammel in der Box. Und Steven Hunter versucht wahrscheinlich gleich gegen Bushi. Nee, das hat er dann doch abgebrochen. Ja, bei Bushi merkt man auch, dass er halt am Anfang nicht gefahren ist, nicht da war. Und das geht dann doch dann ganz schön in die Konstanz, ne? Und ins Tempo, wenn man nicht eher Zeit fährt. Das merke ich ja bei mir auch, wenn ich mal 2-3 Wochen nicht gefahren bin und auch nicht geübt habe, dann brauchst du erstmal wieder ein bisschen. Und ich denke mal, das ist, was Bushi aktuell, glaube ich, auch fehlt. Oh, Vialli greift an. Und geht an Steven vorbei. Und Schrammel gegen Bushi. Schrammel gegen Bushi. Ja, dann wird der Vialli sich als nächstes auch den Bushi mal eben holen. Das dürfte nicht lange dauern. Gerade der Reifenvorteil, der sollte ja spürbar, erkennbar sein. Nur bitte macht's nicht in den S's. Auch wenn man da ungeduldig ist, aber das sollte man abwarten. So verlockend irgendwie. Ja. Wer fehlt uns denn noch mit den Boxstops? Noch einige. Haben wir erst 3 Stops gehabt. Und Bushi in der Box. Ja, das war überfällig. Der hatte ja ganz schön zu strugglen. Hat man ja gesehen in den 2 Kämpfen. Spitzi auch drin. Foxy drin. Herrlichkeit drin. Steven drin. Also 5 Mann in der Box. Das heißt, ich denke mal, dann dürften wir jetzt kommende Runde auch Catcher, Tobi, Dachi und Fireball und Brune so langsam erwarten. Apropos Fireball, 3 Sekunden. Und aktuell Next Touch auf dem Podium. Ja. Mal wieder schön, dass sie sehen. Ja, das letzte Podium ist ja schon was her. Das war, glaube ich, in Österreich. Ja, das kann sein. Das kann in Österreich gewesen sein. Oh. Man kriegt auch schon Besuch vom Schrammel der Dachi, das war mit Position 3. Also das macht eigentlich keinen Sinn mehr lange mit den angefressenen Inters weiterzufahren.
Sieht Dachi aber anders. Man sieht es halt bei der Schikane schon, da ist er deutlich langsamer. Ja, und der nächste wartet schon. Ja. Aber Viali ist schön geduldig, das gefällt mir. Er sagt nicht jetzt auf Biegen und Brechen, ich muss jetzt vorbei. Er sagt sich, ich warte, ich finde schon meinen Weg. Weil Schrammel zieht ihm ja vorne auch so langsam davon. Der ist gleich schon, was heißt gleich, der ist jetzt schon 3 Sekunden weg. Ja, jetzt muss er es versuchen. Ja. Holzen. Schafft's auch. Damit P4 für Viali. Ja, Viali hat halt das, dass er die 3 Sekunden ja auch noch hat. Und ich denke mal, das Podium, wenn sich da nicht mehr viel ändert, wird das bei Catcher, Tobi und Schrammel bleiben. Tobi und Catcher auch in der Box jetzt. Catcher ist abgefertigt. Tobi noch nicht. Das wäre es ja, wenn Tobi vorher rauskommen würde. Aber das klappt nicht. Aber durch den früheren Boxenstopp ist Viali jetzt an Tobi vorbei, wenn ich mich nicht irre. Ja, der ist wieder vorbei. Das war vor den Boxenstops andersrum, die Position 3 und 4. Ja, kurzzeitig Tobi vorbeigegangen. Gegen Ende der ersten Reifenphase, sag ich mal. Also manchmal ist ein früherer Boxenstop echt besser. Ja, wir sehen auch Schrammel im Vergleich zu Soulcatcher. 2,8 Sekunden, der hat ihm ungefähr die Hälfte abgenommen. An Zeit. Ja. Aber das wird sich jetzt gleich ändern, sobald die Reifen auf Betriebstemperatur sind bei Catcher. Dann sieht das auch gleich wieder anders aus. Ja, aktuell das Feld bisschen, sag ich mal, verstreut. So eine richtige Gruppe gibt's gerade aktuell nicht. Nee, gerade fährt jeder so für sich. Ja, Erkältung lässt grüßen. Aber ich glaube, Viali kommt Schrammel auf leisen Sohlen näher. Schließt Steven Hunter wieder auf Bushi auf. Ja, der ist jetzt dran. Und jetzt würde ich sogar behaupten, ist der Regen deutlich abgeschwächt.
weil es sieht nicht mehr so aus wie eben. Also es könnte echt noch kurz vor knapp trocken werden. Aber ich denke mal, da wird keiner reingehen. Da würde ich eher die Inters fahren, bis sie aus sich in Einzelteile auflösen, bevor ich dann Stop nehme. Das würde ich nicht sagen. Vielleicht, wenn der Regen die nächsten 3-4 Runden nachlässt. Ist dann die Frage, ob Schrammel dann mit seinem Vorsprung, Soulcatcher mit seinem Vorsprung auf Schrammel, das nicht sogar zu Ende gefahren kriegt. Weil dann verlieren die ja, verliert Schrammel ja die Zeit auf Catchy und dann ist das, glaube ich, in 3 Runden nicht mehr aufholbar. Ja, und Tobi ist an Viali gleich auch dran. Aber warten wir erstmal ab, was Steven Hunter hier macht und Burschi. Tobi ist verdammt nah dran gefahren in der Zwischenzeit. Da kommt auch schon der Angriff von Tobi. Rad an Rad. Und Tobi ist vorbei. Damit P3. Aktuell Podium. Ja. Jetzt sogar auf der Strecke P3 und ich soll strafen. Der Tobi kommt auch langsam Schrammel näher, ne? Also der Tobi fliegt da ja richtig durch. Der gibt da jetzt ordentlich Gas, wäre statt jetzt auch Zweiter. Aber kommt da gut ran. Zehnte. Also Zweiter ist er so oder so. Aktuell würde ich durch die Strafe von Schrammel. Von Schrammel, ja. Foxy Rainbow auf der 6 gerade. Kann sich gerade gegen Herrlichkeit gut wehren. Knapp 4,5 Sekunden Abstand zu Haas. Ja, und Soulcatcher mit einer neuen schnellsten Rennrunde. Ja. Ja, und jetzt ist Tobi im Heck vom Schrammel. Jetzt ist er dran. Also es ist echt ein super Rennen von Tobi. Von 7 schon bis auf die 3, gleich vielleicht sogar auf die 2. Boah, der kommt ja viel besser durch die Kurven. Jetzt ist er ordentlich dran. Ja, also noch näher und er kann schieben. Geht jetzt vorbei in der Hamilton-Verstappen-Kurve. Ja, mit der Kurve habe ich immer Angst, wenn ich da zwei nebeneinander sehe. Das geht ja gerne mal schief. Haben uns ja unsere zwei Lieblingssturköpfe gezeigt, wie schnell das schief gehen kann. Oh ja, das geht schon.
bin ja sowieso kein Freund von den klassischen 5-Sekunden-Strafen, wie sie sie in der echten Formel 1 anwenden, sondern ich würde mir echt wünschen, dass man wieder die alten Stop-and-Go- oder Durchfahrtsstrafen mehr einsetzt. Und Und das das DRS DS. ist da. Du sagst es. Könnte nochmal interessant werden. Ja, also hast du recht gehabt mit mehr als 2, 3 Runden. Dass das sogar 4, 5 Runden vor Schluss dann interessant werden könnte. Also ich sag mal so, Soulcatcher, ob es riskieren könnte, draußen zu bleiben? Ja. Würde ich es an seiner Stelle machen? Nein. Weil der hat 16 Sekunden Vorsprung mit den Roten. Selbst wenn Tobi weiterfährt, den hat er locker. Also im Grunde genommen gehe ich mal davon aus, dass alle reingehen werden. Oder es jemanden gibt, der sagt, ne, ich bleibe auf den Inters, ich gucke, ob ich irgendwas gerettet krieg. Während Viali sich mal wieder noch 3 Sekunden holt. Und das sind jetzt auch schon Strafen ohne Ende. Wer macht denn den ersten Step? Wer geht als erstes rein? Der Ferrari und der Williams. Ja, Schrammel die haben und auf jeden Viali. Fall den richtigen Zeitpunkt getroffen. Vor allem die haben die Eier jetzt dreist, das zu machen. Was macht der McLaren? Der fährt weiter. So, jetzt ist die Frage Rainbow. Fährt auch weiter. Da hätte ich ja erwartet, dass Hallerbong dahinter gibt, steht und Nackenschelle gibt nach dem Motto ab in die Box. Herrlichkeit fährt rein. Burschi, was macht Burschi? Burschi fährt weiter, ja, würde ich mit Platz 9 auch machen. Und würde gucken, ob ich nicht was nach vorne schaffe. Dacci fährt auch weiter. Ah, ob es den einen Platz wert ist, den beide jetzt gewonnen haben. Wir werden es sehen. Bin ich mal gespannt, was stellt, wie viele Sekunden Dacci Schrammel schneller ist. Den ersten Sektor kann man nicht werten. Wir gucken mal, was der zweite sagt. Ob wir da eine Anzeige geschaltet kriegen. Ob der jetzt schon deutlich schneller ist wie vorher. Weil viel Wasser ist da nicht mehr auf der Strecke. Die Strecke ist jetzt eigentlich so gut wie trocken. Wir sehen es auch zum Beispiel Schrammel im Vergleich zu Soulcatcher ist in der Box. Maximilian. Ja, muss auch Tobi reingehen auch. jetzt. Dann wird Spitze Also für jetzt auch Tobi kam reingehen. es eine Runde zu spät. Ja. Der wird jetzt viel Zeit verlieren. Spitze fährt weiter. Unfassbar. Ja, das wird wahrscheinlich. Das ist keine gute Idee. Genau wie Foxy Rainbow. Weiß ich nicht. Und Schrammel kann dann Tobi jetzt nochmal Feuer machen, weil Schrammel kommt jetzt gleich angeflogen. Boah, wird das eng oder täuscht das? Da kommt der Ferrari. Der Ferrari ist vorbei am Mercedes. Vom Ja, Tobi. das. Aber nicht viel, 1,1. Jetzt mal gucken, wie schnell Schrammel an Foxy dran ist. Das dürfte ja. Ja, Oh, das sehr war ein fetter knapp. Quersteher vom Schrammel. Was haben wir mal abfahren können, wa? Ja, ich denke mal, vor oder nach den Esses ist Schrammel spätestens im Heck vom Foxy. Oder das sieht mir schon nach vor den Esses aus. Das waren jetzt 1,2 Sekunden in 3, 4 Kurven. Ja. Ja, es ist verlockend, da schon noch in den Esses mit den Softs zu überholen. Und er macht's auch. Ja, und Tobi denkt sich mal, jupp, gehe ich direkt hinterher. Und jetzt ist Tobi dran.
Gut für Schrammel, dass er das DRS von Foxy noch gekriegt hat. Deswegen habe ich ja gesagt, ich würde nicht zu früh überholen. Aber deswegen auch wahrscheinlich die Flucht nach vorne in den SS überholen zu wollen, weil Tobi von hinten kam. Ja, und Foxy geht rein. Ich würde sagen, zwei Runden zu spät. Und Spitzi fährt immer noch weiter. Spitzi hofft, durch die 3 Sekunden von Schrammel irgendwie das Podium zu behalten, indem er das macht. Aber die Reifen dürften langsam auch überhitzen. Ich glaube nicht, dass die Inters sich groß freuen, dass es so trocken ist. Eieiei, und da gibt's den Versuch, aber bleibt erstmal dahinter. Tobi gegen Schrammel. Ja, unsere zwei Lieblinge. Und jetzt kommt's, jetzt ist er vorbei. Und es sei denn, Schrammel hält des Todes dagegen, aber das glaube ich nicht. Ah, doch, vorbei. Der gibt nicht auf. Nee, jetzt muss er aber zuziehen. Spitzi wird's freuen. Macht ihr da hinten mal euer Ding. Ich fahre hier vorne weg. Ich glaube, wenn das Rennen eine Runde kürzer, würde das für Spitzi klappen. Aber so... Mm-mm. Der wird gleich von allen dreien hinter sich geschluckt. Und das wird dann P5 für Spitzi. Die hätte er wahrscheinlich auf Softs auch geschafft, die P5. Schade, schade. Hat Spitzi sich anders ausgerechnet. Jetzt... Ja, jetzt... Tobi außen und Schrammel wahrscheinlich gleich auch noch hinterher. Oh, zu dritt, zu dritt. Ja. Ah, nee, da geht aber Tobi. Ja. Und Schrammel endgültig vorbei. Ja, bin ich gespannt, ob Schrammel die 3 Sekunden da rausfahren kann gegenüber Spitzi. Ja doch, die 3 Sekunden sollte er in einer Runde schaffen. Das sind ja jetzt schon 1,3 nach wenigen Kurven. Und Schrammel versucht's nochmal gegen Tobi. Ja, damit er dann wenigstens auf der Strecke den zweiten Platz geschafft hat. Ohne Strafen. Das ärgert einen ja dann nur doch schon sehr. Ja, Viali ist dann jetzt auch schon an Spitzi vorbei. Gucken. Burschi. Man kommt auch nicht so wirklich an Steven Hunter vorbei oder ran. Ja, und vorne einsam Soulcatcher. Aktuell aber hinten Kampf um Platz 2 und 3, obwohl Schrammel ja die 3 Sekunden hat. Ja. Ja, ich muss dann leider mal kurz auf den Sieger gehen. Was heißt leider? Und ich bin auf und da gibt's fast eine Berührung. Ja, Soulcatcher mit dem Triple. Pole und Rennsieg. Also mit dem Double eher als mit dem Triple. Training gibt es ja nicht. Aber das Maximum gemacht. Pole, Startplatz 1 und den Rennsieg. Ja, und Tobi und Schrammel friedlich 2 und 3.
Rot wie Ali auf die 4. Und Spitzi rettet die Inters und Platz 5 ins Trockene. Ja, für Lobrune ist das Rennen mit einer Runde Rückstand auch vorbei. Ja. Doch ein insgesamt solides Rennen, spannend. Also ich freue mich ein bisschen, beide Red Bulls haben die Zielflagge gesehen. Das sind dann die ersten Punkte für Burschi. Das freut mich dann doch ein bisschen. Dann holen wir uns... Holst du uns die Spezialisten in die Party, die drei? Ja, ich bin schon dabei. Ah, du bist schon dabei, supi. Das ist immer schön, wenn man sich blind versteht. So... Hoppala. So, jetzt müssen wir noch reinkommen. Eigentlich sind sie schon eingeladen. Ich kann noch mal einladen. So, da sind sie ja die ersten. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Ich habe leider noch das Bild vom Ergebnis drin. Ich kann noch nicht dahin, wo ich hin will. Haben wir alle drei da? Ja. Ja. Dann würde ich dir den Schrammel lassen. Ja. Sekunde, ich muss mich kurz einmal hier aufstellen. So. Schrammel, bist du da? Ja, ne? Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch zu P3 erstmal. Ja, danke. Wir fangen vielleicht mal mit dem Quali an. P... Ich weiß es gerade nicht. Wo bist du denn mit dem Quali? P3 im Quali. Mit einer 1.40.1. Ja. War da mehr drin, oder? War mehr drin. Also ich war im letzten Run mir ist Lektor schneller und dann irgendwie, weiß ich nicht, hab ich's weggehauen. Na egal, passiert. Im Regen ist eh schwierig. Dann im Rennen, insgesamt P3, hast du ja glaube ich eine Zeitstrafe geholt. Mit einem Rennen, wie ist das kurz passiert? Ja, ein paar Mal die Strecke verlassen, bisschen spät gebremst. Dumm, passiert. Dumm. Ja,
Erzähl mal kurz, wie lief so generell dein Rennen für dich? Bist ja meistens vorne da lang gefahren mit Tobi. Konntest ja den Abstand zu Soulcatcher nicht halten, aber erzähl du mal, wie war das Rennen für dich? Soll ich sagen, Semi halt, ne? Regen ist eh nicht so meine Stärke. Kann ich überhaupt katastrophal. Dann noch viel zu früh an die Box gegangen, weil ich dachte, es hört früher auf mit dem Regen. Ja, dann hat man gemerkt, dass sie natürlich da voll abhauen können. Soulcatcher auch auf jeden Fall. Tobi, der auch dann so halt auch natürlich dran kam und dann auch schneller war. Ja, und jetzt hat man halt so im Trockenen gesehen. Ich glaube, so ein paar Runden, da hätten Tobi und ich uns noch fighten können, glaube ich. Das wäre, glaube ich, geil gewesen. Aber ist halt so. Durch das Ergebnis hast du ja jetzt die WM-Führung, sag ich mal, verloren. Stand jetzt erstmal 10 Punkte zu Soulcatcher. Wie, oder sogar 11, meine ich. Ja, 11 sind sogar. Wie willst du es, oder denkst du, du schaffst es nächste Woche, diesen Abstand wieder zu verringern in Baku, oder? Nein. Wieso? Also vielleicht Weil ist ja. Soulcatcher, wenn Soulcatcher konstant fährt und keine Fehler macht, dann ist er eh der schnellste von uns allen. Also von daher. Und Tobi eigentlich, wenn er auch konstant fährt, was man heute gesehen hat, das freut mich auch für ihn. Total. Dann die zwei sind, wenn die konstant fahren, ich glaube, da muss man keinem was vormachen, dass die zwei mega schnell sind. Das weiß, glaube ich, Also für jeder. Baku sagst du jetzt eher keine Siegchancen. Ja, Baku ist halt Stadt, man weiß ja nie, DNF, Safety Car, das ist immer alles möglich, aber abwarten, was passiert. Abwarten, was passiert. Alles klar. Von meiner Seite wäre es das, glaube ich. Hast du noch Fragen? Platz 11. Nö, eigentlich nicht. Alles klar. Dann dir nochmal Glückwunsch zu P3, zum Danke, Podium. danke. Und dann würde ich jetzt übergeben an Ja. meinen geschätzten Kollegen für Platz 2. Danke fürs Kommentieren und GG an euch zwei und GG ganz auf jeden Fall für Tobi. Freut Danke, mich. danke. Gebe ich auf jeden Fall zurück. Ja, der Tobi, unser Flying Ja. Horse heute. Stark, Gebe ich mal stark. Dank dann. Aber von 7 auf 2. Also richtig Ja. stark. Ja, im Quali blöd in der Mauer gelandet, würde ich mal sagen. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da darüber kommentieren möchte. Ich habe die letzte Kurve halt ein bisschen zu liebevoll mit dem Gas gespielt. Das habe ich. Wir waren sogar drauf. Also du bist. Wir sind, waren volles Rohr drauf. Also sogar da kannst du dir gerne nochmal ansehen. So Und Fehleranalyse und 100 Pro war sowas. Jan noch im Stream und hat gesagt, ich soll einen Stream ausmachen. Jan, nee, ich weiß nicht, wüsste. Nee, aber es ist. Ja, das ist Quali. Was wäre denn drin gewesen, wenn du nicht die Mauer geküsst hättest? Was Meinst so du, du schwer zu sagen. hättest. Also, meinst du, hättest auch eine 39er hingesetzt? Und wir hatten ja zwei 39er mit Viali und mit Soulcatcher. Sage jetzt einfach mal nee. Vielleicht hätte ich es dann doch hinbekommen, aber schwer zu sagen bei mir im Regen. Ja. Ja, das Rennen, das ging ja für dich ganz gut von der Hand. Ja, aber erzähl du uns Erstaunlicherweise. mal. Erzähl mal, wie war es für dich denn so? Ah, wo ich eigentlich Quali da schon DNF gegangen bin, bin ich ehrlich, habe ich nichts von meinen Rennen erwartet, dass ich überhaupt heil durchkomme. Also nach dem Motto, war scheiße, kann nur noch beschissener werden und alles, was besser wird, ist Bonus. Richtig, aber da, dadurch, dass ich verpeilt habe und dann gesehen habe, dass Inters, war die Vorfreude dann doch wieder ein bisschen hoch. Starts und Regen, es werden nie Freunde, werde ich nie können.
Habe ich dann einfach Kurve für Kurve rangetastet. Da habe ich dann nach einer Zeit gemerkt, dass ich einigermaßen besser klarkomme mit den Interreifen, wie Beispiel Foxy. Der komischerweise, weil ich in der Nähe bin, hatte er immer Probleme. Ich weiß nicht, ob er es extra macht oder nicht. Sonst war es eigentlich solide. Hab versucht, mich überall rauszuhalten. Da überholt, wo es auch Sinn macht, meine Augen. Ja, aber alles in allem P2 mega. Also wenn Viali nicht wäre, also du und Viali, ihr wart halt wirklich die zwei, die am meisten Plätze gut gemacht haben. Weiß Aber ich gar so, nicht, da ja, Viali vertraue ich von, dir mal. oder warte mal, nee, Viali ist von 2 gestartet. Quatsch, du bist von 7. Du hast die meisten gut gemacht, doch. Fahrer Ja, des Tages. stimmt, ja, definitiv. Wenigstens Also, eins mitgenommen, ja. wenn die schnellste Runde nicht reicht. Ja. Auf jeden Fall super Rennen. Also hast du echt stark. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie sieht's Ah, denn und die. bei dir mit Baku Ja. aus? Baku ist, wie glaube ich, Schramme schon gesagt hat, einfach Überraschungspaket. Stadtkurs, dann die Castle-Schikanen. Kann hier mal DNF bekommen, unglückliches Safety Car. Der Ja ist vielleicht gut. mal vorbei, weil. Schrammel Ist fährt ja nicht vielleicht umsonst ein safe. Ferrari, ne? Ferrari und die Castle-Schikane, das ist ja quasi. Das gehört Hallo, ich bin zusammen wie noch hier, Butter ne? und Brot, ne? Ich bin noch hier, ne? I'm stupid. Hallo? Nee, es ist halt einfach eine Ferrari-Stelle, sagen wir mal so. Ist ja genauso wie die Verstappen-Kurve in Silverstone mit Hamilton. Ja, da habe ich bei ein paar Situationen echt gedacht, die fliegt er jetzt weg. Zum Beispiel wieder mit den lieben werten Spitzi und mit seinen Inters, ich hasse ihn dafür immer noch. Dass er mit den Inters in Dito. gegengehalten hat. Ja, fand ich einfach frech. Oh, hätte ich gestreamt, ich hätte die Stelle sogar freiwillig reingeschickt. Ich habe einfach geschrien. Ja. Nee, gut, dann wissen wir ja schon mal, was er von dir im Baku, also was du erwartest im Baku. Ja. Ich werde jetzt mich wahrscheinlich weit aus dem Fenster lehnen, aber Podium sollte drin sein. Ja, gut, dein Wort in Gottes Ohren. Bin ich sehr 100 pro gespannt. verkacke ich's dann. Stadtkurse machen doch am meisten Spaß. Na, komischerweise Stadtkurse, die kann ich aber. Willkommen im Club. Ich sag nur Singapur. Ja. Ja. Deswegen. Nee. Gut, dann bleibt ja nur noch, ob der Daniel noch eine Frage an dich hat. Frage an dich hat? Ja, Frage ja. Und eine kleine Anmerkung. Oh shit. Aktuell ja Aktuell ja P5 in der P5 in WM. der WM. Nach dem Nach Rennen dem Rennen 62 62 Punkte Punkte und und knapp knapp 18 Punkte 18 zu Punkte zu Platz Platz 3. 3. Wie Wie sieht's sieht's da da mit mit Top Top 3 3 für für dich dich in in der der WM WM aus? aus? Wir Wir haben haben noch noch 5 5 Rennen. Rennen. In Aussicht oder nicht Aussicht in oder nicht in Aussicht? Aussicht? Also durch, wie Durch, mich wie mich ja ja eigentlich jeder eigentlich kennt, jeder entweder kennt, spinne ich mich bin ich meistens mich oder ich hau meistens mich oder ich DNF. hau mich DNF. Aber es Aber wäre es ein wäre ein Glücksgefühl für Glücksgefühl mich, für sage mich, ich so. sage ich so. Ich würde es mitnehmen. Ja, Ja, und Anmerkung und nochmal, Anmerkung nochmal, beide hier, beide hier, Schrammel und Schrammel Tobi, und bis Tobi, jetzt bis nicht jetzt mit der nicht mit der Ansage für Ansage für Baku. Baku. Finde ich ein bisschen Bisschen schade. schade. Aber Aber schauen, schauen, mal mal schauen, schauen, was was gleich gleich Smallcatcher Smallcatcher sagt. sagt. Ey. Dann Aber würde ich ich sag auch dir, an, bevor es bevor es losgeht, losgeht, sorry. sorry. Aber nochmal ein Aber noch dickes mal ein GG dickes an euch GG an zwei. euch zwei. Jo. Dann darfst du dir jetzt den Soulcatcher zur Brust nehmen, der wahrscheinlich sagen wird, dass er Baku mega geil findet. Das werden wir gleich rausfinden. Aber Die Lache erstmal. sagt alles. Ich predikte mal. Ich predikte mal, dass er es geil findet. So. Bitte ihr zwei. Soulcatcher. Herzlichen Glückwunsch zu P1, zum Rennsieg in, warte, hat gefahren in Großbritannien. Großbritannien.
Ja, danke, danke. Solides Rennen, solides Qualifying und ja, erzähl du vielleicht mal erstmal vom Qualifying, wie es bei dir lief. Eigentlich war ich im Training vorher, also ich hatte ja noch mal ein bisschen mich warm gefahren. Mit dem Trockensetup bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Also so wie die harten Reifen da ein paar Prozente hatten, nur am Rutschen gewesen. Und eigentlich habe ich auch gehofft, dass kein Regen kommt. Jetzt im Nachhinein, Gott sei Dank, dass Regen da war. Also ich wusste auch nicht, was ich für ein Setup wirklich nehmen soll. Ich habe eigentlich mir so gedacht, komm, haust du mal richtig Flügel drauf. Schaden tut es erstmal nicht, weil im Qualifying war es dann nur Fullbed-Bedingungen. Im Rennen sollte dann auch Regen sein, allerdings zum Ende hin soll es dann wohl trocken werden. Ja, auf gut Glück hab ich das jetzt einfach dann mal so eingestellt und hat dann eigentlich auch gut funktioniert. Ja. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann im Start bist du ja gut weggekommen. Hast deinen ersten Platz ja gehalten und kamst dann relativ früh von der Gruppe weg, von Schrammel, hattest dann relativ schnell die 1,5 Sekunden Abstand, wodurch du auch wegkamst. Und dann hast du ja den Abstand zeitweise ja auf 7 Sekunden bis zum Safety herausgebracht und später natürlich nochmal ausgebaut. Aber erzähl mal kurz, wie es für dich war, da ganz alleine auf der Strecke. Wonach hat man da so gedacht? Also mit dem ersten Stint auf den Inters, da war ich erstmal drauf bedacht, Benzin zu sparen, weil ich war plus minus null. Und ja, mit Lerntank ankommen ist natürlich ein bisschen Mist, das macht man nicht. Also erstmal Benzin sparen. Dann wusste ich, okay, es wird zum Ende der Session trocken hin. Der Tobi und der Schrammel, die werden wahrscheinlich dann ein bisschen weniger Flügel fahren, die könnten wohl aufholen. Heißt für mich dann letzten Endes im zweiten Sinn auf den Inters alles, was geht, Vollspeed. Hab dann demzufolge, wie gesagt, Sprit gespart, dass ich dann im zweiten Sinn richtig Gas geben konnte und auch ein bisschen mit einem RS habe ich mir aufgehoben. Und dann habe ich im zweiten Teil richtig losgelegt, also Anführungszeichen losgelegt. Und ja, auf den Trockenreifen dann letzten Endes. Hätte ich nicht gedacht, dass es trotz alledem noch gereicht hat oder reichen würde. Aber ja. Im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Ja, auf jeden Fall. 26 Punkte, die höchste Ausbeute, die man haben kann. Da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Aber hättest du vor dem Rennen gedacht, dass du da so alleine rumfahren willst, oder? Eigentlich überhaupt nicht. Hätte ich in keinster Weise dran gedacht. Ich hatte auch eher gedacht, dass der Schramme und der Tobi mir ein bisschen näher kommen, dass sie mehr Probleme bereiten. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, woran es bei den beiden lag, ob es jetzt wirklich war, dass sie zu wenig Flüge mit hatten, zu viel Flüge, na, zu viel nicht, aber zu wenig Flüge mit hatten oder ob es die Strecke war, die Bedingungen, keine Ahnung. Von meiner Seite her hat das definitiv super zu 100% hingehauen. Dann eine Sache, die mir aufgefallen ist, nicht bei dir jetzt direkt, sondern bei deinem Teamkollegen. Spitzi, der ist ja am Ende auf dem Inter weitergefahren. Ich weiß nicht, ob du da mit dem im Rennen irgendwie Kontakt hattest. Was war da seine Überlegung? Er hat gehofft, dass der Vorsprung ausreicht, um das Ding auf P2 durchzufahren. Hätte ja auch fast funktioniert. Naja, weit entfernt von fast. Naja, ein paar Sekunden haben gefehlt, ja. Ja, so 10, 15. Ja, er hat's probiert. Warum denn nicht? Ich hab's auch überlegt, da hat Daniel direkt gesagt, ne, das gibt keinen. Ja, auch wenn man auf P5 hinten fährt und man ist dann auf P2 vorne, warum sollte man es nicht probieren? Schlechter werden konnte es nicht. Gut, okay, er hat sich zum Ende hin noch einen Plattfuß zugefahren. Da war denn der Foxy dann noch im Genick hinten drin, hat es Gott sei Dank dann noch nach Hause gefahren. Aber warum denn nicht? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt auch. So ist es. So ist es. Ja. Verlieren konnte er nicht viel mehr. Mhm. Und von daher hätte aufgehen können. Ist leider nicht. Beim nächsten Mal geht's vielleicht auf. Ja.
Beim nächsten Mal. Gutes Stichwort. Und damit kommen wir zu Singapur. Wir haben gerade von den... Baku. Oh mein Gott, ja, Mann. Ja, Singapur können wir aber auch machen, von mir aus. Nee, Spaß. Wir gehen natürlich zu Baku. Von den beiden anderen haben wir gerade gehört, die waren da eher defensiv eingestellt, wollten da nicht den Spielball an sich ziehen. Wie sieht's bei dir aus? Ich zieh mal den Spielball. Also, Pole Position und Ziel P1. Das ist eine Ansage. Wobei ich da noch eine Bemerkung machen muss, Aserbaidschan, da kann auch mal ganz schnell alles nach hinten losgehen, ja. Da verpasst du den Bremspunkt, dann landest du in der Mauer und dann bist du den F und dann warst das. Oder holst den Flügelschaden oder irgend sowas. Das geht alles ganz schnell. Das geht also, natürlich ganz schnell, ja. Also das ist, ja, das ist favorisiert dafür. Ja. Ja, Barkun ist dafür eine Expertenstrecke. Richtig. Aber macht auch, wenn man den Rhythmus und das Feeling hat dafür, macht auch saumäßig Spaß. Das ist wieder die andere Geschichte. Ja, das ist natürlich die richtige Einstellung, um für den finalen Endspurt hier im WM-Kampf alles zu geben, ne? Die richtige Strecke für mich persönlich kommt erst noch. Die steht ganz hinten im Kalender. Jeddah. Ja. Also ich merke schon, wir zwei haben so die ähnlichen favorisierten Strecken. Wieso, du auch, oder was? Baku, Jeddah, Singapur, die Stadtstrecken, das ist... Gar nicht mal. Das macht mega Bock. Ich weiß nicht, warum Jeddah, aber Jeddah hat es mir angetan. Ich weiß nicht. Dieses Low-Down-Force und diese schnelle Kurven, diesen Rhythmus da drin, dieses schnelle Fahren, so eng an der Bande ran, so ans Limit gehen, das macht einfach nur Spaß. Allein der erste Sektor, wo Mick da eingeschlagen ist, ne? Dieses richtig. Links, rechts, links, das macht so Bock. Richtig, richtig. Und Großbritannien, ja, das ist zwar auch schnell, aber das ist auch weitläufig, weil die Strecke sehr breit ist. In Stadtkursen, da bist du halt sehr eingeschränkt. Weiß ich, das hat ein Feeling für sich, so ja. Stadtkurse. Ja. Du glaubst gar nicht, was mir nach dem Rennen in Singapur der rechte Fuß wehtat vom Gasbremse. Ja, das glaube ich. Aber der Schrammel und auch Tobi, die sollen nicht so kleine Brötchen backen. Die sind beide verdammt schnell. Die können, wenn sie wollen, wenn sie richtig wollen. Wenn alle stimmen und alles passt, dann sind die auch Favorit für P1. Vielleicht ist das auch die Taktik, dich in Sicherheit wiegen. Ja, klappt aber nicht. Ey, jetzt hast du meine Taktik. Nee, klappt nicht. Also in Sicherheit wiegen ist nicht. No way. Nee. 100% und das immer. Das Ding ist erst vorbei, wenn die Flagge kommt. Richtig. Ja, aber die Bänder, die sind wirklich gut, die sind wirklich schnell. Ich weiß jetzt nicht, warum es bei Schrammel jetzt ein bisschen hängt. Vielleicht liegt es an den Strecken. Keine Ahnung. Tobi hat natürlich einen guten Entwicklungsschritt gemacht. Also wenn ich die ersten Rennen bedenke, wo er permanent DNF gegangen ist, magere Punkte nach Hause gebracht hat und jetzt hier die letzten Rennen, sage ich jetzt mal, mit ums Podium kämpft. Also das ist eine Entwicklung, das ist nicht schlecht. Ja. Muss man auch mal anerkennen, muss ich jetzt mal so sagen. Ja gut, in den ersten Rennen hatten wir ja auch die Banden deutlich näher an der Strecke. Ich glaube, Miami, Österreich, Bahrain, das sind ja Strecken da, wo du auch mal ganz schnell in der Wand endest. Und Vegas ja auch in Singapur. Brasilien war jetzt die einzige, die mit der Bandenentfernung Silverstone so ein bisschen näher kam. Das, gut, Bahrain sehe ich jetzt nicht ganz so, da hast du auch viel Auslauf zu. Gut, okay, das ist ein Streitthema. Da kann man sich lange drüber unterhalten und diskutieren. Aber trotz alledem, was er für eine Entwicklung gemacht hat, finde ich jetzt nicht schlecht. Definitiv. Also, ja. Also für mich heute, auch wenn das Spiel es nicht gesagt hätte, ist Fahrer des Tages. Ja, gehe ich mit. Was war P7, ist er gestartet? Er ist P7 gestartet, ganz stark. Ja. Na. Ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier, wenn... Fragen haben wir ja keine mehr. Nee, Fragen haben wir keine mehr. Dann würde ich sagen, entlasse ich euch in den Tiefschlaf.
Und dann geht's morgen für alle, die Bock haben. Mit meiner Wenigkeit und auch mit Daniel wahrscheinlich, hoffe ich mal. Wahrscheinlich. Bist du morgen dabei? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann geht's mit uns morgen Abend weiter. Und dann erwarten euch morgen Abend. Wer erwartet uns denn morgen Abend einen Stream? Ich guck gerade mal nach. Ich frage, ich glaube Kuno, oder? Liga 2. Madden und Schrammel erwarten uns morgen Abend. Ja, dann würde ich sagen, morgen Abend kurz vor 8 in den Stream einschalten. Um 20 Uhr geht's los und dann mit Schrammel und Madden. Und dann würde ich sagen, bis morgen mit Liga 2.